Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa grillt. Heute machen wir was, was sich der Carsten gewünscht hat. Es erscheint auf den ersten Blick vielleicht ein wenig banal, aber es wird super gern gegessen. Ich mache die Dinge auch gerne, ist auch ein Bestandteil unserer Grillkurse. Und oftmals ist die Frage dahinter, wie mache ich es geil? Weil machen kann es jeder. Wir machen Bacon Bombs. Grundvoraussetzung für eine geile Bacon Bomb ist das hier. Und zwar ordentlich geiles, grob gewolftes Rinderhack. Ein besonderes Rinderhack haben wir da heute. Und zwar habe ich mir das vorhin beim Nils Feigle auf dem Waldhof in Niedersilbach geholt. Es ist schon, was soll ich euch sagen, Kinders? Besorgt euch richtig geiles Rindfleisch. Es ist schon, wenn du es anfasst, es fühlt sich anders an. Es riecht anders, es schmeckt anders. Und du hast ein geiles Gefühl. Galloway, Rind, grob gewolft. Beste Voraussetzung für gute Bacon Bombs. Wir starten jetzt. Tim zeigt euch, was wir hier alles stehen haben und ich erkläre es dazu. Also das Rindfleisch habt ihr ja schon gesehen. Das ist die Grundvoraussetzung. 1 Kilo grob gewolftes Rinderhack. Schönen ordentlichen Fettanteil, ne? Das muss schon so sein. 20% rum sollte es haben. Dann habe ich hier geilen geschnittenen Bacon. Dann haben wir ein Stück Cheddar. Dann habe ich hier vorne einen Magic Dust. Da habe ich noch so ein paar andere Kräuter und Gewürze mit reingemacht. Das obliegt euch selbst. Kauft euch da das Grillgewürz, was euch am besten schmeckt. Dann seid ihr auf der richtigen Seite. Dann haben wir hier unsere hausgemachte Bourbon Barbecue Soße. Die gibt es auch bald bei uns, aber na, ich weiß noch nicht genau wann. Aber es ist auf jeden Fall ein Prototyp und ich bin super begeistert davon. Nehmt eure Lieblingsbarbecue Soße. Dazu brauchen wir noch ein paar Tortilla Chips. Ich habe jetzt die hier von Chio. Hat keinen besonderen Grund, die schmecken einfach nur ganz gut. Da könnt ihr auch das nehmen, wo ihr Spaß dran habt. Grundprodukt ist immer das Rind und der Rub. Danach schmeckt es nachher und ein geiles Stück Cheddar. Damit geht's los. Ich starte von vorne und nehme zuerst das Hackfleisch. Und jetzt kommt schon der erste Trick. Das Ding geht in die KitchenAid. Das hat einen Grund. Ich will das mit den Gewürzen, die dazukommen, in die KitchenAid einspannen und mal so 2-3 Minuten mit dem Bischof-Knethaken laufen lassen. Wir nehmen hier, ja, auf 1 Kilo, nehme ich 3 voll fett gehäufte Esslöffel von unserem Magic Dust Dry Rub. Und ich nehme noch ein bisschen Salz dazu, so einen halben bis gestrichenen Esslöffel einfach räudiges Salz. Und dann geht das in die KitchenAid und wir lassen es laufen. Komm, wir sehen uns gleich drüben wieder. Sind wir da? Tim? Ah, da bist du hier. Timmy, guck mal, hier läuft die KitchenAid gerade. Ihr hört es ja noch. Und derweil würde ich schon mal den Cheddar zurechtschneiden. Und zwar machen wir da so 4 lange Stücke draus. Und dann ja, machen wir mal so, ja, dritteln wir das nochmal. Müssen mal gucken, mehr Käse ist immer mehr, ihr wisst ja. Ja, wenn die so ein bisschen zu groß sind. So, wir können auch 2 Stück reinstopfen, ne? Dann haben wir das können wir uns schon mal vorbereiten. Jetzt warten wir so 2-3 Minuten ab, bis das Hackfleisch fertig gelaufen ist. Wollen wir mal kurz einen Blick riskieren, komm. Guck mal da rein. Ja, ich mach's mal runter, dass ihr das seht. Erstmal haben wir es alles gut vermischt. Und ihr merkt schon, der Salz und der Zucker, der fängt jetzt an, hier das Fleisch, so das Eiweiß ein bisschen aufzuschließen außenrum. Das heißt, wir kriegen eine schöne Bindung rein, ne? Weil in diese Bacon Bombs kommt weder Ei noch Paniermehl noch sonst irgendwas rein. Es ist nur Fleisch und Gewürz. Okay, also noch 2-3 Minuten, dann geht's weiter. Hier ist der Hack, da ist er. So sieht es jetzt aus. Schön Bindung drin, ohne irgendwas reinzumachen, dass wir Bindung haben. Einfach nur das Fleisch für sich arbeiten lassen. Ne? Jetzt gehst hin, packst dir, ja, keine Ahnung, so ein paar Kugeln zuerst mal. So vom selben Gewicht kann man wiegen oder so ein bisschen nach, ja, Handgewicht oder so ein bisschen, weiß ich nicht, mit einer Kelle abstechen oder wie auch immer. Wichtig ist, dass in etwa alle gleich groß sind. Das hat nicht nur optische Gründe, sondern es geht einfach darum, dass die dieselbe Garzeit haben nachher. Ne? Das ist wichtig. Jetzt machen wir gerade 4 Stück. Und vor allem will ich irgendwie auch so ein Ding vorneweg essen, dazu essen. Das ist jetzt nicht unbedingt so, weiß ich nicht, ein Hauptgang, sondern das macht man schnell mal vorneweg. So, ja, ihr wisst ja, was ich meine. So, rollen. Locker in der Hand. Und ihr seht schon, das wird was. Wäre übrigens auch ein geiler Smash-Burger jetzt, ne? Übrigens Smash-Burger. Ist hier oben. Ja, haben wir ein geiles Rezept für Smash-Burger. Und da gibt es ganz legendäre Burgerbrötchen.
Also Weltklasse, das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Ne? So, jetzt habe ich die vier Jungs hier erstmal so ein bisschen grob zusammengerollt. Dann gehen wir hin und drücken hier oben den Daumen rein. Das klingt erstmal einfacher als es ist. Ihr müsst aber da drei so ein bisschen die Drehbewegung machen und das wie so einen Ball nach außen formen, ohne dass es unten kaputt geht oder aufgeht. Und guck mal, da passt richtig was rein, siehst du das? Ja. So, dann setzen wir das dahin. Dann geht hier ein fetter Klumpen Käse rein. Ja. Und ich sag mal so, da geht ja noch was. Hier, die gehen auch oben drauf. Und dann lasse ich das oben offen. So muss das aussehen. Und jetzt pass auf, kommt der geile Trick. Du nimmst den ersten Bacon. Ich mach mal so ein bisschen Platz hier. Du nimmst den ersten Bacon und den kannst du ruhig so ein bisschen auf Spannung nehmen. Ne? Und den legst du hier drum und der hält von alleine, siehst du das? Ja? Der muss hier so ein bisschen anliegen und dann drehen wir das Ding hier drum herum. Und dann liegt das schon automatisch an. Dann nehmen wir direkt noch die zweite Scheibe, gehen dann hier, wo es überlappt, wieder drüber und ziehen das wieder stramm drum rum. Das sind zwei Scheiben, mehr brauchst du nicht. Und jetzt kommt der Trick. Draufdrücken. Hier ist richtig Spannung drauf. Das ist alles gepresst im Baconmantel. Ich heb's mal hoch. Das ist einfach, es fühlt sich gut an. Der Bacon ist straff, unten ist es gerade. Ja, sehr, sehr geil. Wir legen es hier rüber und machen noch eins. Ich zeige es nochmal. Ball, bisschen aufrollen und dann von oben anfangen mit dem Daumen, um den Daumen herum zu arbeiten und das so ein bisschen auszuhöhlen. Dann Käse rein, oben zusammendrücken, rund in Form bringen, Bacon drumlegen, so dass er sich von alleine festhält. Dann einfach nur die Baconbombe schon mal drehen. Und jetzt, guck mal, der hält, da brauchst du nichts spießen, gar nichts. Ne? Da ist einfach nur, du merkst schon, dass das Fleisch Bindung hat durch die Methode, wie wir es verarbeitet haben. Und der Bacon hat einfach Bock, sich dran festzuhalten. Dann wieder hier auf die überlappende Stelle, drüber, wieder drehen. Dann haben wir zwei drum. Jetzt machen wir dasselbe wie eben. Oben drauf drücken. Und ihr seht schon, pam, einfach geil, prall. Der Bacon ist jetzt schön dünn, weißt du was ich meine, das passt. Unten ist es gerade, guck nochmal dahin. Guck mal, hier 4K, komm mal ran hier auf einen halben Meter. Siehst du schon, das ist ganz dünn, einfach geil. Das ist sehr nah, ja, aber ich hoffe es geht. Und hier wird nachher so ein kleines Käsewölkchen oben drauf sein. Ne? So, ich schmeiße die anderen beiden noch und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es raus an den Grill geht. Endlich Sonne, die Motorradfahrer sind auch wieder unterwegs. Gute. Guck mal, so sieht es im Tageslicht aus. Schau mal hier, die Legende ist angeheizt. 260 Grad am Deckel, nah 250. Indirektes Setup. Rechts beide Brenner Vollgas, links aus. Und die kommen jetzt nach links. So machen wir das. Wir lassen die erstmal schön indirekt backen. Oh, ich finde, das sieht wunderschön aus. Das Wetter ist hervorragend für die Verhältnisse, die wir gerade so haben. Wir packen jetzt die Legende zu und dann ziehen wir das Ganze mal auf eine Kerntemperatur von ein bisschen was über 70 Grad. Ja? Ich werde es durchs Fühlen rausfinden. Wir können natürlich auch messen. Wer misst, ist immer auf der sicheren Seite. Also knapp 75 Grad. Auf geht's, Legende. Wir, was machen wir in der Zeit, Timmy? Machen wir das in Sonne? 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 Okay. Wir haben einen schönen Außenbereich. Ja, ja genau. Ja, wenn wir schon dabei sind, das ist übrigens der hervorragende, tolle, neu designte Außenbereich im Areal 82. Wenn ihr Bock habt, mich mal zu treffen, kommt her, esst einen Burger bei uns in der Beefbox. Werbung Ende. Mittlerweile habe ich mal die Chips-Tüte aufgemacht, hier. Man kennt es ja. Das sind ja Chips. Ja. Ja, die sind eigentlich okay. Also, sagen wir mal so, es gibt viel, viel schlimmere. Ja? Und was man ja tunlichst vermeiden sollte ist, ich habe die jetzt nochmal rausgeholt, damit ihr es seht, dass die so zerbröseln, aber genau das wollen wir, deswegen kommen die wieder rein. Zeige ich euch direkt schon einen geilen Trick. Einfach in der Tüte. Von klein machen, was wir wollen, sind Tortilla-Chips-Brösel. Ja? So,
Dann hoffen, dass alle schön klein sind. Und dann hier rein. Das ist perfekte Größe. So machen wir es, das brauchen wir gleich, diese beiden Dinge noch. Und zwar werden die gleich dann kurz vorm Garzeitende, fangen wir an, wie bei Spare Ribs quasi, sie mit Barbecue-Soße zu lackieren. Und ganz zum Schluss streuen wir das hier oben drüber für diesen geilen Crunch. Okay, bis gleich. Ich schätze mal so 20, 25 Minuten. Da bist du ja. Guck mal, so sieht es jetzt aus. Ja. Schön indirekt, ne? Tipptopp, wir machen wieder zu. Wir lassen noch einen kleinen. Ah, komm, ein bisschen, komm schon. Komm, komm. So ein bisschen, bisschen. Ein bisschen Barbecue-Sauce schon mal. Dass hier oben schon mal so ein bisschen anknuspern kann, weißt du? Ja. Barbecue-Sauce macht alles besser. Wunderbar. Aber so ganz bisschen nur, gell? Ganz leicht. Mit viel Liebe und. Ja, völlig schön nochmal. Müssen wir mal gucken. Aber weißt du, was wir nochmal machen? Wir machen nochmal die hier rüber und die nach da, weil es natürlich rechts ein bisschen wärmer ist, als es von links ist. So, Leute. Bis gleich. Ha, so sehen die jetzt aus. Ja, herrlich. Einmal drehen. Ah, ist das gut. Jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen näher an die Flamme, weil jetzt brauchen wir ja so ein bisschen Kruste auch aus. Guck mal, sieht das geil aus, oder? Und dann wieder mit der Barbecue-Soße rangehen und außenrum lackieren, wie bei der Ribshare. Oben drauf lassen wir, ne? Da wollen wir ja unseren Käse drauf haben. Und ihr seht ja, saftig läuft es da raus und die behalten die Form, da bläht sich nichts auf. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit der Fleischqualität. Ne? Kauft euch nicht dieses abgepackte Zeug, sondern investiert in besseres Fleisch. Ihr werdet schmecken, ihr werdet sehen und vor allem fühlt es sich auch besser an. Ne? Ganz schön laut hier in unserer Grill-Outdoor-Küche, gell Timmy? Ein bisschen. Ja, aber so ist das halt. Ne? Wir sind halt an der Straße, aber das ist halt hier, ist real, ne? Ist kein Fake. So, so sieht es aus. Jetzt geben wir dem nochmal die letzten 10 Minuten und noch einmal Lack und dann essen wir. Bis gleich. Guck mal da! Ich habe jetzt unten alle vier Bretter nochmal angemacht. Machen wir jetzt aus. Und habe die Jungs mal hochgestellt, dass die von unten auch nochmal richtig Hitze kriegen. Und hier oben ist der Grill ja am heißesten. Jetzt sind sie gar. Jetzt sind sie schön klebrig lackiert von außen. Der Käse ist gut drauf geschmolzen. Richtig Alarm im Grill. Und jetzt holen wir die Boys rein. Und dann ist es auch schon soweit. Dann können wir sie nämlich probieren. Sieht nach geil aus. Carsten, nochmal für dich. Auf deinen speziellen Wunsch. Ich hoffe, es ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Aber ich gehe jetzt mal probieren und dann sag ich dir mal, ob du es nachmachen kannst. Und ihr natürlich auch, gell? Nix wie rein mit euch. Auf geht's. Und weiter. So, drin sind wir. So sieht das jetzt hier aus. Guck mal hier, das brutzelt noch. Da siehst du, das noch richtig Alarm drin, ne? Guck mal, hier oben läuft es raus, siehst du das? Hier auch. Klares Wasser. Das bedeutet, wir sind fertig. Der ist jetzt das Objekt meiner Begierde hier. Boah, ist der hübsch. So, ne? Was wir jetzt noch machen ist, einmal noch ein bisschen Barbecue-Soße drumherum. Geil. Sieht auch gut aus, ne? Also gibt es gar nichts zu meckern. Jetzt wird da ein bisschen was haben. Jetzt hole ich mal kurz die Zange. Jetzt nehmen wir den. Und dann. Ha, Käse kommt gleich wieder oben drauf. Kommt er rundherum noch mal so ein bisschen in die leckeren Tortilla Chips Späne. Wunderbar. Hier an die Seite machen wir noch ein paar dran. Und dann ist das auf dem Teller. Dann sieht es geil aus. Oben kriegt er noch ein bisschen Barbecue-Soße als Topping. Und dann kriegt er hier oben auch noch so ein bisschen was von dem Zeug drauf. Und so sieht das Ding jetzt aus. Also wenn ihr mich fragt, kann sich absolut sehen lassen. Ja, wir probieren es direkt. Oder willst du erst ein Foto machen, Timmy? Ja, machen wir erst, komm, probieren wir hier.
So, Fleisch ist gar. Ich schneide aber jetzt nochmal mittendurch. Ihr seht noch, hier ist super geil saftig, ne? Schneiden wir nochmal mittendrin, wo der Käse ist. Dann seht ihr schon, wie saftig das da rauskommt. Einfach fluffiger, geiler Cheddar. Das Gute ist beim Cheddar, der läuft euch nicht so krass weg, ne? Oh, das ist geil. Ich kann kaum reden, so geil finde ich das. So, jetzt probieren wir ein Stück. Käse, 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 Käse. Chips, 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 Chips. Ich lasse euch immer wieder gut, die Dinger. Bevor einer sagt, das wäre keine Bacon Bomb, weil eine Bacon Bomb immer ein großes ist. Es können auch Moink Balls sein. Ich finde es für Moink Balls zu groß. Für mich ist das eine schöne Bacon Bomb. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Lasst mir ein Abo da, macht mir einen Daumen nach oben. Und checkt vor allem hier drüben mal, oder wo steht die? Timmy, wo steht denn die Liste eigentlich mit unseren anderen Videos, wo wir gegrillt haben? Oben steht die. Oben ist die Playlist. Ja, guckt euch das an. Wir grillen hin und wieder. Vielen Dank. Tschüss. Oh, God, come on.